Guten Morgen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich befinde mich gerade an einem sehr ungewohnten Ort, auch in Israel, also rein territorial, aber auch einen ganz, ganz besonderen Ort. Ich bin in der Negev-Wüste, in der Nähe von zwischen Beersheba und Gaza im Prinzip. Und was ich dort genau mache, das werdet ihr gleich sehen, und was das hier ist. Wo befinden wir uns gerade? Wir sind jetzt in Adi Negev, Nachlat, Iran. Das ist das Rehabilitationszentrum oder Rehabilitationsdorf für Kinder und Jugendliche mit geistigen und körperlichen Behinderungen. Und ich bin jetzt gerade, sitze schon zusammen mit zwei sehr, sehr beeindruckenden jungen Frauen. Zum einen die Anna. Und die Anna macht hier freiwilligen Dienst und erzählt gleich auch noch ein bisschen mehr, was, ja, was sie macht und auch so ein bisschen was zu dem Dorf. Und hier Dina, ich muss so ein bisschen umdrehen. Tatsächlich, Dina und ich kennen uns noch aus Hamburg. Die lebt jetzt in Jerusalem und arbeitet eben auch für das Adi Negev, beziehungsweise Adi Jerusalem. Ne? Also das ist, aber die Organisation heißt Adi. Anna, du hast mir gerade, das fand ich sehr, sehr spannend, die Geschichte erzählt. Erzähl das doch mal ganz kurz nochmal. Wir sind jetzt quasi in dem Hauptgebäude, ne? Hier in der Lobby und trinken gerade irgendwie Kaffee und Wasser. Und dann hat Anna gerade erzählt, dass was diese kleine Küche, die ihr dort seht, und auch das zum Gemüse kommen wir, glaube ich, später. Alles schaffen wir jetzt nicht, aber erzähl mal über die Familie, die gerade hier ist, und über diese Küche kurz. Genau, also es gibt hier ein Ehepaar, die liebevoll für 4 Tage in der Woche eben was kochen für das ganze Dorf, für die Mitarbeiter, also nicht für die Bewohner selbst, aber für die Mitarbeiter. Und eins ihrer Kinder oder Familienmitglieder hatte hier in Adi Negev, in dem Rehabilitationsdorf, auch eine Therapie. Und vor einigen Jahren ist einer ihrer Söhne bei einem Autounfall verunglückt und ihre Therapeutin hat gesagt, um den Schmerz am besten zu verarbeiten, ist es wichtig, sich von Menschen zu umgeben, die auch Leid haben, die auch in einer schwierigen Situation ausgesetzt sind. Und da haben sie sich entschieden, hierher zu kommen und zu kochen, um einfach in einem Zentrum zu sein von Menschen, die auch Leid haben, die Schwierigkeiten haben. Und dadurch, dass sie das machen, geht es ihnen emotional gut, aber sie können sich damit identifizieren und sind einfach ein Teil von diesem Dorf und auch von der Familie. Ach toll. Ich glaube, ich werde heute das Wort inspirierend wahrscheinlich 100 Millionen Mal benutzen, aber ja, ich finde es auf jeden Fall wahnsinnig inspirierend, die Geschichte. Erzählt, dass ihr auch Rehabilitationszentrum bzw. Krankenhaus nicht nur für die Bewohner und Bewohnerinnen von dem Dorf ist, richtig? Genau, also das Tolle an Adi Negev ist ja, dass wir hier Menschen haben, die von einem Schlaganfall sich erholen, von einem Autounfall, und dann kommen sie zu uns zur Rehabilitation. Das ist hier der Rehabilitationsflügel für diese Menschen. Und die kriegen hier ganz tolles Niveau an Therapie. Und das Tolle ist halt, die kommen, gehen dann hoffentlich wieder nach Hause. Sie bekommen... Vorsicht! Ups, müssen wir aus dem Weg gehen. Sie bekommen Besuch von ihren Familienmitgliedern und Freunden ohne Behinderung. Und dann kommen sie zusammen halt mit Menschen, die Behinderungen haben. Und für sie wird das ein Stück weit Normalität, dass sie Menschen sehen, die Behinderungen haben. Und dass es normal ist und dass es okay ist. Also im Prinzip ist es sozusagen,
ja, die Idee auch von diesem Dorf, nicht nur für die Kinder und die Jugendliche da zu sein, sondern auch eben Inklusion, richtig? Genau, das ist eins der Ziele. Ja, du hast noch erzähl mal, bevor ich es vergesse, du hast noch von einem Projekt erzählt, was jetzt demnächst irgendwie stattfindet. Das ist irgendwie ein Lauf, Inklusionslauf oder so? Genau, auf Englisch nennen wir das Race for Inclusion und auf Deutsch einfach Inklusionslauf. Das soll jährlich stattfinden und dieses Jahr findet das jetzt das erste Mal statt, am 22. Dezember, und es soll ums Dorf rumgehen. Und wir haben ganz viele Teilnehmer, unter anderem unsere eigenen Freiwilligen hier vom Dorf. Wir haben hier ganz viele Zivildienstleister und auch wir haben Studenten rekrutiert aus religiösen und auch nicht religiösen Schulen, und die machen ihre eigenen Spendenläufe, also so wie man es in der Schule halt früher gemacht hat, so einen Spendenlauf. Und die Erlöse sollen zugunsten gehen von Hydrotherapie und Atemwegstherapie für unsere Bewohner. Wow, cool. Er ist sensorisch in dem Sinne, dass du hier ganz viele Sachen hast, die dich stimulieren. Und okay, gerade für Menschen mit Behinderung ist es sehr toll, das mit dem Wasser, das Rauschen vom Wasser. Ein bisschen weiter ist hier ein Windspiel. Mhm. Alle Pflanzen hier, die sind ausgesucht worden, dass sie ja nicht giftig sind, weil kannst du ja nicht verhindern, dass jemand aus Versehen sich das mal in den Mund stopft. Nee. Und Gott sei Dank sind die nicht giftig und gefährlich. Genauso auch für Menschen, die zum Beispiel blind sind. Es ist total schön, wenn sie laufen, und hier gibt es verschiedene Holzstücke, die lassen auch dementsprechend Licht durch. Das heißt, sie haben eine verschiedene Auffassung vom Licht, und auch die, wie schon gesagt, die Pflanzen wurden ausgesucht, dass sie Gerüche haben, dass sie verschiedene Formen und Struktur haben. Das heißt, Menschen, die zum Beispiel nicht sehen können, die haben ein ganz anderes Gefühl von und erfassen Dinge ganz anders, sind ganz anders sensibel, hören Dinge ganz anders, und es ist total schön, auch die Laubbäume hier, die lassen den, wenn der Wind kommt, dann rauscht es richtig. Das heißt, die Natur wird ganz anders wahrgenommen und erfasst. Und es ist, wir haben viele Menschen, die in einem Rollstuhl sitzen. Das heißt, wenn sie hierher kommen, dann setzen die sich meistens ans Becken und spielen mit der Hand und spielen das kalte Wasser. Und es gibt ganz verschiedene Faktoren, die hier zusammenkommen und auch die Menschen was spüren lassen, was sie normalerweise vielleicht nicht so stark spüren. Das ist total schön. Wir sind ja relativ am Anfang, aber ich finde, die Atmosphäre von dem Dorf ist einfach so, obwohl es ja eine schwierige, insgesamt emotionale, medizinische, wie auch immer, körperliche Atmosphäre, sage ich mal, ist, ist es einfach total, total schön. Man merkt auch, also wir sind ja auch, waren ja in der Lobby, und da sind ja einige Kinder und auch Jugendliche vorbeigekommen in Rollstuhlen oder Kinder, die so mit Gehhilfen und mit Betreuern, und es ist einfach so eine herzliche und warme irgendwie Atmosphäre und Beziehung auch zu diesen Bewohnern. Ja, ist echt sehr schön. Genau, wir sind jetzt hier durch diesen Weg der Sinne gelaufen und den verschiedenen Eindrücken. Hinter mir kann man den Ort sehen, wo die Hydrotherapie, die Wassertherapie stattfindet. Sowohl Kinder als auch Erwachsene kommen wöchentlich einmal oder mehrmals und kriegen dort eine besondere Therapie. Und hier zu meiner Linken kann man die Schule sehen von Adi Negev. Also es gibt, soweit ich weiß, Kinder ab 5, glaube ich, 5 bis 15, 16, sowas in die Richtung, die eben hier Unterricht haben, die verschiedene Dinge erlernen. Der Unterricht auf ihrem Level, der Unterricht ist sehr vielseitig, hat was mit Musik zu tun, manchmal auch jüdische Traditionen und Feste, dann auch Physiotherapie wird hier ganz viel praktiziert, und genau, es ist sehr schön. Also es ist ein sehr vielseitiger Unterricht, die Kinder sehen sich auch einander, das heißt, man lernt auch miteinander umzugehen, auch wenn der andere vielleicht eine andere Behinderung hat als man selbst. Also es ist sehr schön und durchdacht, auch das Konzept von der Schule, das Prinzip, genau. Natürlich sehr spannend.
als Startup Nation. Nein, hundertprozentig finde ich das sehr wichtig, dass wir versuchen, Kommunikation dort aufzubauen, wo andere aufgeben würden. Viele unserer Bewohner sind ja nicht verbal. Die, die ihre Arme und Hände bewegen können, für die haben wir iPads, wo sie einfach darauf tippen können und dann sagen können, kommunizieren können, dass sie Hunger haben oder dass ihnen etwas wehtut oder sie jetzt gerne spielen möchten. Okay. Wir haben auch Bewohner, die ihre Arme nicht bewegen können. Und da haben wir ein ganz cooles Programm. Das ist ursprünglich entwickelt worden für ALS-Patienten, mhm. die halt irgendwann nur mit den Augen kommunizieren mhm. können. Und dann bringen wir den Bewohnern halt bei, mit den Augen das Programm zu bedienen. Dann können wow. sie mit den Augen kommunizieren, was sie möchten. Wow. Und das ist das sehr ist krass. Cool. Also wir hatten einen Fall, das war sehr süß, das eine Mädchen, die hatte so komplett aus dem Nichts über das iPad kommuniziert, dass sie gerne ins Shoppingcenter möchte. Und das war so, hä? Und dann hat es sich herausgestellt, dass sie am Wochenende, als sie zu Hause war, mit der Familie im Shoppingcenter war. Ah. Und das hat so viel Spaß gemacht und da wollte sie natürlich nochmal. Oh, wie schön. Also Startup Nation ist natürlich auch, wie ich ja schon oft erzählt habe, eben dieses Tikkun Olam, also dass man eben ja, die Welt ein Stück verbessern möchte und eben natürlich auch solchen Kindern. Die Anna ist ja hier seit einem Jahr, richtig? Bist ja. du hier? Und du machst hauptsächlich Betreuung in dem, also freiwilliges soziales Jahr hast du gemacht, hauptsächlich im Kindergarten, richtig? Genau. Ich habe im Kindergarten gearbeitet mit 10 Kindern, die verschiedene Behinderungen haben. Und jetzt im zweiten Jahr arbeite ich zusätzlich auch im Kindergarten für Kinder, die eben autistisch sind. Das heißt, ich okay. erweitere auch ein bisschen mein Gebiet. Genau, ist total schön. Und wieso hast du dich, also ich vermute mal, du bist eigentlich gekommen, um irgendwie ein Jahr hier zu bleiben und jetzt bist du sozusagen das zweite Jahr noch geblieben. Warum? Genau, das ist eine sehr gute Frage. zuallererst war es für mich wichtig, nach Israel zu kommen, weil ich gesehen habe, während der Corona-Pandemie, wie viel Antisemitismus in Deutschland aufstieg. Und in verschiedenen Bereichen. Und ich habe gemerkt, die Floskel nie wieder ist tatsächlich leider zu einer Floskel geworden, aber nicht in den Herzen gelandet. Und dass wir auch nicht so viel aus der Vergangenheit tatsächlich gelernt haben. Ich meine, wenn man sich anschaut, dass Menschen sich mit Holocaust-Opfern vergleichen, in der Situation von einer Impffrage, ob man die Impfung nehmen soll oder nicht, das sind für mich Dinge, das waren für mich absolute Warnsignale. Und ich bin Teil von einer Organisation, die heißt Marsch des Lebens. Und Marsch des Lebens bemüht sich darum, gegen Antisemitismus auf verschiedene Weisen zu kämpfen. So Adi Negev und Marsch des Lebens haben auch eine langjährige Kooperation. Das war ein bisschen der Grund, warum ich hierher kam, unter anderem. Und wie lange wirst du hier noch bleiben? Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß es tatsächlich nicht. Vielleicht, also erstmal das zweite Jahr. Genau, vielleicht Juni, Juli und dann schauen wir mal weiter. Okay, cool. Also ich bin hauptsächlich dafür zuständig, dass ich einfach mit den Kindern sie betreue, dass ich sie fütter, dass ich sie mit bestimmten Geräten zum Beispiel auf den Boden lege, damit sie sich entspannen können. Aber genauso unterstütze ich auch die Lehrer darin, einfach zu schauen, dass es den Kindern gut geht und sie lernen einfach Kleinigkeiten, so wie die Wochentage oder das Wetter. Oder was hat dich hergeführt? Also das hat verschiedene Gründe. Einerseits, weil ich selbst schon öfters in Israel war und das Land mich total fasziniert und ich es einfach liebe. Aber genauso auch, weil ich bin auch Teil von Marsch des Lebens und deswegen habe ich auch nochmal, für mich ist es nochmal ein Privileg, irgendwie hier zu sein als Deutsche, weil das für mich auch überhaupt nicht selbstverständlich ist, gerade hier nach Israel zu kommen. Und deswegen, ich habe auch durch meine Freundin Setti davon gehört, die schon letztes Jahr hier war. Und genau deswegen wollte ich das auch einfach machen und hier meinen Freiwilligendienst machen. Ach. Wir befinden uns hier bei dem sogenannten Amphitheater. Hier ist der Ort, wo das größte Teil des Dorfes sich versammelt, wenn wir eine Veranstaltung haben, Event wie zum Beispiel Purim oder einen Gedenktag haben. Das heißt, hier unten
sind dann Bühne Sachen, sozusagen, genau, ne? Bühne, und hier können ganz entspannt können da Leute mit Rollstuhl hinkommen, weil das alles rollstuhlgerecht gebaut ist. Und genau. Genau, das heißt, viele Menschen können sich hier versammeln, es ist sehr leicht und zugänglich. Und hier gibt es aber gleichzeitig auch wieder die Kräuter, die Wasserspiele. Nicht so intensiv wie bei dem Weg davor, aber es ist auch vorhanden, weil das auch gerne benutzt wird. Auch zur Physiotherapie, das Treppenauf- und Absteigen ist natürlich super. Eine der wichtigsten Sachen bei ID ist Inklusion im Sinne von, dass jeder aus der israelischen Gesellschaft hier bei uns willkommen ist. Unabhängig davon, ob man jüdisch, muslimisch ist, christlich, religiös, nicht religiös, spielt überhaupt keine Rolle. Jeder ist bei uns willkommen. Hier in der Negev haben wir ganz viele Leute aus der beduinischen Gemeinschaft. Sowohl unter den Bewohnern als auch den Mitarbeitern. Also bei uns ist es wirklich hier so ein kleines utopisches Paradies. Also hinter mir könnt ihr ein Gebäude sehen mit so leicht rötlich gefärbten Wänden. Das wird Tasuka genannt. Das ist eine Werkstatt für die Wohngruppen hier. Das heißt, zu bestimmten Zeiten gehen die Wohngruppen meistens vormittags, glaube ich, zu bestimmten Zeiten in der Woche in dieses Gebäude und können Dinge basteln, können Dinge kreieren, fühlen zum Beispiel, wie es ist, mit Papier zu arbeiten, mit Pappmaché, mit verschiedenen Materialien, und das ist auch eine total schöne Möglichkeit. Und die Sachen werden dann auch anschließend in die Adi Negev Boutique, sag ich mal, werden die da reingestellt und können dann auch verkauft werden. Und das sind echt schöne Sachen. Also wir haben auch in den Wohnungen zum Teil Sachen von der Boutique. Beide erzählt von eurer grünen Seele sozusagen des Dorfes. Was ist hinter uns? Das ist das Green Care Farming Projekt. Das haben wir relativ frisch erst aufgebaut, und es ist eine Art, auch eine Art Therapie, weil einfach es ist bewiesen wurde wissenschaftlich, dass mit Erde zu arbeiten etwas mit dir macht, was es dir... Auch mit Sand, ne? Weil genau. Mit Sand arbeiten und so, ja, stimmt. Und alle Mitarbeiter haben Behinderungen, nicht unbedingt körperlich, aber definitiv halt andere mentale Behinderungen. Die werden hier aber eingestellt und auch bezahlt, und alles, was sie hier sehen und heben und pflegen und ernten, das wird auch später dann verkauft. Und es ist einfach ein tolles Gefühl für die auch zu sehen, dass sie machen irgendwas und bears fruit. Da kommt was bei raus, und sie bekommen ein richtiges Gehalt dafür. Ach so, Anerkennung, ja, dass sie halt ja nicht nur sozusagen Last sind, nein, für die Gesellschaft, sondern die Art, dass sie halt auch was für die Gesellschaft irgendwie tun. Genau. Und es gibt Salat, was gibt's denn? Es gibt alles. Es gibt Salat, es gibt, wie heißen die? Auberginen, es gibt Zucchini, Süßkartoffeln, alles. Oh, wirklich ganz cool. Lecker. Und da, wir haben doch in der Lobby diesen kleinen, da wo das Mittagessen gekocht wurde, genau, da wird das dann verkauft, richtig? Genau. Cool. Sehr cool. Wie war das denn im Mai? Wir sind ja echt irgendwie 25 Kilometer, habe ich jetzt so ausgerechnet, auf der Karte, vom Gazastreifen entfernt. Wie war das denn im Mai bei der Eskalation? Es war definitiv eine Erfahrung. Also wir sind eine Woche zuvor in das Dorf hierher gezogen. Es gibt jetzt eine neue Nachbarschaft für die, es gibt Frauen, die aus religiösen Gründen keinen Militärdienst machen. Das heißt, sie machen wie so Sozialarbeit. Und die wohnen jetzt dort, es wohnen Familien dort, wo ein Familienmitglied in dem Dorf hier arbeitet, aber auch die Freiwilligen. Da gehen wir nachher auch noch hin. Das ist eine wunderschöne Nachbarschaft. Und ich war sehr dankbar, dass wir den Umzug hatten, weil der Bunker war gut, war neu, war groß und sicher. In dem Haus zuvor waren die Umstände ein bisschen anders. Es war auf jeden Fall eine krasse Erfahrung. Wir haben die Detonation sehr stark gespürt, weil eben die Raketen meistens nach Netivot oder Beersheva geschossen worden sind und wir halt in der Mitte sind. Ja. Das heißt, hier steht irgendwo der, Iron Dome, der die Raketen eben zerschießt. Wir hatten sehr stark, das hat sich immer wie ein Erdbeben angespürt, und wir haben auch
wir haben auch die Raketen gesehen, wir haben gesehen, wie die detoniert worden sind. Also es war schon eine sehr krasse Erfahrung auf jeden Fall, aber uns geht's gut, ich bin auch nicht traumatisiert oder so. Könnt ihr sehen, ich bin zurückgekommen, also das hat ja, also es war jetzt nicht, es war natürlich nicht angenehm. Ich habe auch gemerkt, mein Stresspegel war für die ganze Zeit auf höchstem Niveau, aber mir geht's sehr gut. Also ich bin trotzdem dankbar, hier sein zu können, aber mich hat es auch gelehrt, was Israelis auch durchmachen müssen, was für sie normal ist und dass es eine sehr krasse Erfahrung ist. Genau, wir haben hier viele verschiedene Tiere, die hier wohnen. Und es gibt Zeiten, wo eben die Bewohner, die Kinder, die Schüler hierher gebracht werden. Es gibt einen wunderschönen Weg, den man laufen kann, wo es verschiedene Pflanzen, verschiedene Tiere gibt. Das soll auch eine Form von der Therapie sein, auch um das Bewusstsein von Außenwelt und Umwelt zu verstärken. Manchmal werden aber auch Tiere genommen und werden in die Häuser gebracht, in die Schule, ins Klassenzimmer, damit eine Einzeltherapie mit Kind, Erwachsener und dem Tier stattfinden kann. Genau. Und die Pflanzen werden dann auch von den Kindern, ne, eingebaut? Ja, Kinder, Erwachsene. Das ist ein Politik. Das ist ein Krokodil mit Pflanzen. Aufpassen, es kann beißen. Also hier diese eine Woche an der frischen Luft zu arbeiten mit den Tieren und die verschiedenen Gerüche und Interaktionen zu haben, das war total beruhigend. Es hat uns extrem gut getan, auch wenn die Situation sehr herausfordernd war. Es war neu für uns, wir wussten gar nicht, wie man richtig damit umgeht. Aber das war interessant, weil wir konnten hier super helfen und gleichzeitig war das auch eine Therapie für uns. Mhm. Also nicht nur für die Bewohner, sondern auch für uns eben. Aber du hast erzählt halt, wie das irgendwie für euch oder für dich auch war. Oh, guck mal, die Ziege kommt zu dir. Oder auch zu uns. Na, du? Ja, die Tiere sind sehr zugänglich. Ich meine, die sind es gewohnt, Kontakt zu Menschen. Ja, klar. Keine Zeit, dass sie Essen erwarten. Ich denke mal. Aber wie, also du hast erzählt, wie das jetzt bei den Raketenangriffen im Mai für dich auch war. Wie war denn das für die Kinder? Also hast du gespürt, die haben das irgendwie gemerkt, verstanden auf irgendeine Art und Weise? Hat die das gestresst auch? Also meine Kinder, beziehungsweise die Kinder im Kindergarten, die waren die ganze Zeit über zu Hause, weil die werden morgens gebracht und abends abgeholt und dieser Fahrdienst war einfach zu gefährlich. Klar. Die werden einfach einer Gefahr ausgesetzt, die nicht gut wäre. Mhm. Das heißt, die waren in der Zeit bei der Familie, bei den Eltern. Die haben auch meistens im Bunker übernachtet. Okay. Das habe ich von vielen Familien gehört. Ich war sehr darauf gespannt, wie das wird, wenn wir uns wieder treffen. Ob ich merke, dass ihre Kommunikation anders ist, ihr Stresspegel, auch von Geräuschen. Aber weil wir haben manche Kinder, die wohnen in Sterot, das ist sehr nah an der Grenze. Aber tatsächlich haben die das ganz gut verarbeitet. Man hat gemerkt, sie waren es nicht gewohnt, im Kindergarten zu sein. Das heißt, dieser Ablauf hat gefehlt, weil es dann doch 11 Tage, glaube ich, waren, die sie zu Hause waren. Aber sie haben sich sehr schnell dran gewohnt und es war gewöhnt und es war sehr, sehr gut. Also ich war sehr überrascht, positiv überrascht. Okay. Ich glaube, der merkt, du hast nichts. Irgendwie kommen sie nicht von hier. Bobs Königreich. Ist Bob, von mir auch liebevoll als Bobby genannt. Um die 30, 40 Jahre alt, man weiß es nicht so genau. Ich weiß noch nicht mal die Story, wie er hierher kam, aber auf jeden Fall ist er ein
wertgeschätztes Mitglied der Adi-Familie und hat auch schon einige Sachen durchgemacht mit den Bewohnern hier. Ich meine, wir haben ja ein Verständnis von, was ist ein Spielzeug, ein Gegenstand, ein Tier. Menschen, die Behinderung haben, auch geistig behindert sind, können das nicht so leicht unterscheiden. Das heißt, Tiere können dann auch wie ein Gegenstand oder ein Spielzeug für sie wirken und dementsprechend muss das Tier auch was durchmachen. Aber das sind die gewohnt, auch den Kontakt zu Menschen, und das ist sehr erfreulich immer. Ja, Bobby dachte, ne, das ist mir zu kalt und windig, ich verkrieche mich. Ja, man sieht hier auch ganz schön, da steht auch Tapuach, Kartoffeln und andere Sachen, was steht da? Kohl ist da auch mit dabei. Und das Tolle an diesem Programm ist ja, das Green Care Farming Programm ist, dass da Menschen mit Behinderung arbeiten auf den Feldern. Und wir haben das als Projekt eingereicht beim Ministerium für Landwirtschaft. Und wir wollen eine Art Schule aufbauen, für dass da Menschen mit Behinderungen lernen können, auf dem Feld zu arbeiten, auf dem Acker. Und auch, dass Landwirte, die selbst Landwirtschaft betreiben, dass sie Menschen mit Behinderungen einstellen können, eine Art Ausbildung bekommen, wie man mit Menschen mit Behinderungen umgeht. Und dann können die eingestellt werden auf ganz normalen Betrieben und haben dann einen Job und sind einfach ein Bestandteil der Gesellschaft, von dass die arbeiten und sie kriegen dafür Geld und produzieren was dabei. So, das ist, was Dina auch noch gerade erzählt hat, das ist das einzige oder das erste Projekt dieser Art in Israel, Landwirtschaftsprojekt mit diesen Menschen. Und da steht Tapuach Adama und das ist Kartoffeln. Und ich sehe hier auch Selek, das ist hier Rote Beete. Rote Beete, da ist Kuf, also Kohl. Okay. Jeden Kontakt oder so, aber wir sind eine Nachbarschaft, das ist schon eine coole Community. Oh Gott, der Wind, ey. Ja. Aber genau, also wir, die Häuser, wo wir jetzt gerade sind, am Rand sozusagen von dem Dorf, von dem Adi-Dorf, da hier wohnen die Freiwilligen und auch die Ärzte, ne? Mitarbeiter aus dem Dorf und so weiter. Das ist echt zu von dem Heulen. Das ist nicht lustig. Ja, also wo wir jetzt gerade stehen, ihr habt ja erzählt, dass ja jetzt noch zusätzlich zu dem Rehabilitationszentrum noch ein Krankenhaus gebaut wird. Was genau soll das sein? Ist das für alle, nur für die Einwohner? Also soweit ich weiß, ich bin auch nur eine Freiwillige, das heißt, ich höre und verarbeite die Informationen. Soweit ich weiß, soll es ein Langzeittherapie-Krankenhaus sein. Das heißt, wir werden hier keine Notaufnahme haben. Es wird sozusagen eine Langzeittherapie sein, auch wie Dina das vorhin gesagt hat, für Menschen, die einen Schlaganfall durchlebt haben oder Unfälle hatten, aber auch Corona. Durch Corona eben zum Beispiel eine Lungentherapie, Beatmungstherapie brauchen. Ich weiß nicht, wie viel Platz es in dem Krankenhaus gibt, aber sehr viel auf jeden Fall. Und es ist eine große Stütze. Jetzt in dem Schwimmbad, ne? Oder wie nennt sich das? Hydrotherapie-Center. Genau. Und hier werden, also wie oft oder wie funktioniert das hier? Also es gibt sowohl Erwachsene als auch Kinder, die hierher kommen, einmal oder mehrmals in der Woche, um eine Therapie zu bekommen. Gerade Menschen, die Epilepsie haben oder spastische Erkrankungen, kommen hierher, damit die Muskeln einfach sich entspannen können im Wasser und Bewegungen gemacht werden können, die außerhalb des Wassers nicht möglich sind. Es wird viel Therapie hier gemacht, auch sehr spielerisch, und man erzielt dadurch auch große Erfolge in dem ganzen
Therapiewesen. Also ja, genau. Wow, sehr schön. Also ich sehe, es gibt auch hier verschiedene, tatsächlich irgendwie verschiedene Sachen. So ein rundes, ne, hier kann man gut irgendwie stehen und sitzen wahrscheinlich, sich festhalten. Krankenhaus. So ihr Lieben, ich glaube, wir haben sehr, sehr viel gesehen, soweit wir alles irgendwie sehen konnten. Natürlich, gerade so die Kinder wollte ich jetzt nicht unbedingt zeigen, man darf auch nicht alle zeigen, aber ich glaube, ihr habt so einen guten Eindruck bekommen, was Adinegev ist, was hier gemacht wird, mit wie viel Liebe und Hingabe. Und das ist auch, führt auch zu dem Spruch, der hier direkt am Eingang ist, dass eben die Welt genau auf dieser Liebe, Zuneigung zu anderen Menschen, Chesed nennt man das ja auch im Judentum, basiert. Und ohne die wäre die Welt, glaube ich, verloren, auch wenn es viel Schlechtes auf der Welt gibt. Aber ohne solche Menschen, die hier arbeiten und natürlich auch ganz herzlichen Dank an Anna und Dina, die mich begleitet haben, die alles erzählt haben, was hier los ist. Und was ich noch kurz erwähnen wollte, Doron Almog, ein ehemaliger israelischer General, hat diese Welt, dieses Dorf, wirklich diese herzliche, wahnsinnige Welt hier gebaut, die so vielen Kindern und Jugendlichen und auch Erwachsenen mit geistigen und körperlichen Behinderungen hilft. Es war wahnsinnig inspirierend und ich danke euch, dass ihr das gesehen habt. Ihr könnt natürlich auch euch das teilen, das liken, werde ich mich freuen, werden sich natürlich auch die Leute von Adi freuen. Und natürlich kann man auch für dieses Dorf natürlich auch spenden, wenn ihr das möchtet. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Shalom!